Ja, ich bin jetzt gerade mit dem Olli, meinem Teamkollegen, auf dem Weg nach Holland. Wir haben ein kleines Meeting mit meinem Team, also mit den Pro-Staff-Jungs aus dem Owner- und Walzer-Team. Vor Ort werden sein der Max, der Timo, der Melle und unser holländischer Teamer, der Rick. Ja, der Plan ist, mit den neuen Booster-Sheds Zanderbarsch und Hecht zu fangen. Problem ist, wir werden heute im Laufe des Tages Windstärken von 60 km/h, teilweise Böen bis 80, 90 haben. Ab Spätnachmittag haben wir einen Dauerregen angesagt. Und ja, morgen wird es richtig heiß. Windstärken bis 30 km/h, Luftdruck explodiert, also wie immer, ne, ganz schwere Bedingungen. Eigentlich war der Plan 2 Tage in der Polder und im Kanal auf Großzander, Großhecht und Großbarsch. Das können wir jetzt knicken, also sind wir heute jetzt in den Hafen. Also wir fahren jetzt gleich in einen Hafen oder in mehrere Häfen. Und in den Häfen werden wir versuchen, die Barsche zu kriegen, weil da sind wir ein bisschen geschützt vor dem Wind. Anschließend, wenn wir ein paar dicke Barsche haben und die Frequenz stimmt auch von kleinen Barschen, werden wir eine Polder suchen, wo wir noch ein paar Polderhechte versuchen zu fangen. Ja, morgen geht es dann in eine etwas größere Polder, kleiner Kanal, sehr flaches Gewässer und dort werden wir versuchen, kapitale Zander zu kriegen. Wir haben jetzt noch ein bisschen Autofahrt, aber ich sag mal, wir sehen uns gleich im Hafen. Dort wird euch der Max und der Timo euch ein bisschen was über die Booster-Sheds erzählen. Ja, und dann werden wir mal Gas geben und mal schauen, was wir in den nächsten 2 Tagen ins Band kriegen. Hallo zusammen, ich bin der Timo, ich bin der Max und wir beide gehören zum Balzer Owner Pro Staff Team. Heute sind wir hier zusammen, um euch den neuen Booster Shed in 6 cm vorzustellen. Wir haben insgesamt 10 Dekore ausgesucht und alles weitere zu diesem Köder erklärt euch jetzt der Max. Genau, und zwar haben wir hier eigentlich einen ganz normalen klassischen Gummifisch produziert, der aktiv vom Lauf ist und flankendes Laufverhalten hat. Und wir haben aber ein besonderes Augenmerk gesetzt auf die Farbwahl. Und zwar ist es eher eine aktive oder eine reizende Farbwahl, die im ganz Besonderen 3 Bisspunkte hat. Und zwar ein UV-aktives Auge, einen UV-aktiven Flossensaum und einen UV-aktiven Schwanz. Und mit diesen 3 Bisspunkten kann man quasi die Räuber optimal reizen. Ja, wir sind jetzt hier als Team in den Hafen gefahren. Wir haben relativ trübes Wasser, deswegen auch hervorragend geeignet für die aktiven Farben. Wir versuchen jetzt einfach mal ein paar Barsche zu fangen. Wir haben hier sehr viele kleinere Barsche und die Kunst ist natürlich jetzt hier die großen rauszusammeln. Gerade den Booster-Bait schon reingefunden. Unsere neuen Dekore erstmal ausprobiert und ja. Die Barschgröße auch besser. Oh mein Gott, der Booster fängt nicht nur Barsche, der fängt auch andere Gummis. Ja, der ist auch schon draußen. So sieht's aus. Der kann sich doch schon sehen lassen. Oder? Mitte 30 würde ich sagen, schön fett. Ja. Und dann auf den neuen Booster. Salt and pepper. I fished it with a 10 grams jig head. A nice one. Werfen mal schön weit raus,
nur auf dem Wasser ablegen bei dem Wind, dass hier erst gar nicht über den Pöller geht. So, haben wir, jetzt warten wir, bis er draußen ist. Also ich habe gemerkt, umso langsamer ich fische, umso mehr Bisse habe ich gekriegt. Also eigentlich könnt ihr den einfach nur über den Boden reinkratzen, dass er noch nicht mal großartig abhebt. Ruhig auch mal liegen lassen, ein paar Sekunden. Manchmal saugen die den einfach vom Boden auf. Habt ihr gesehen? Einfach nur beim Kratzen. Also ich habe wirklich nur den Boden, den Köder über den Boden gekratzt. Ich habe den nicht angejiggt. Hier seht ihr ihn. Ja. Hat er sich den schön weggenommen. Ja, macht natürlich einen Riesenspaß mit so leichten Geschirr. Ne? Für mich, der den ganzen Tag nur diese riesen Gummis wirft. So. Schön, mein Kollege. Müssen wir ja nicht von hier oben reinschmeißen. Ne? Auch wenn es ein kleiner Barsch ist, Barsch ist Barsch, Fisch ist Fisch. Aber ihr habt gesehen, der kleine Booster-Shed macht Spaß. So, dann sehe ich mal zu, dass ich noch so 20 Zissel mit der Pfanne. Für those who. Du hast auch den ersten halbwegs gescheiten Barsch erwischt. Auch noch nichts Dolles. Aber der Booster Shed im Fire Tiger fängt die Barsche. Schöner kleiner, da wird schnell zurück. Es hat einmal ganz kurz die Rute vorne. Ich habe einfach angeschlagen, weil ich mir nicht sicher war. Und ich habe irgendwas richtig Großes drauf. Er dreht seine Runde nach hier vorne links. Ganz cool. Ja, da hängt der Fett noch. Scheiße. Das wird jetzt eine Nummer hier. Ja, ja. Den Fisch rauszukitzeln. Oh, 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 oh. Hängt er? Ja. Gave you rot. Warte. Du sollst in die Route geben, er geht ja, rum. Will ich ja. Wait. Timo. Also Jungs, für euch, der Hecht ist unterm Steg geschwommen, auf Ollis Barschroute, ja. Und jetzt geben sie gerade die Route unter den Steg her und versuchen gerade hier den Fisch rauszuholen. Der Olli hat die Route wieder und jetzt geht's weiter, wenn er noch dran ist. Da ist Olli. Da ist komm und rein damit. Boah, der ist gut. Yes. Ja! 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 Mann! Geil! Was für ein fetter Fisch, 98 cm, 2 cm ran, 1 Meter vorbei. Jetzt packe ich in den Kescher, weil es hier ein bisschen tiefer ist und dann geht er zurück ins Wasser. Also einfach reinplatschen, das mache ich nicht. Dann wollen wir vorsichtig zurückbringen. Fett der ist! Ah. Aber ganz langsam kann er noch ein bisschen stehen und dann kann er selber rausschwimmen. Mich einfach reinlassen. So. Wir brauchen einen kleinen Moment, ein bisschen geschockt. Und jetzt. Ja, will er uns noch nicht verlassen? Doch, jetzt geht er. Bis zum nächsten Jahr, Wassermeter.
like, yeah? But not, yeah, but it's good. Oh, no. It's going. Wait, look. Just get it here without the... Here, get it without the net. Ah, der hat sich einmal in der Schuhe verwickelt. Ja, schöner Pike. Auf dem Booster Shed. Don't touch me. Motoröl Chartreuse. Yes. Motoröl Chartreuse, da seht ihr ihn. Er hat sich ein bisschen im Kescher verfangen. Ja, vielleicht. Auf jeden Fall, kommt mal her, Jungs. Aber das ist auf jeden Fall eine abgefahrenste Nächte hier. Fadi, aber zeig mal das Auge. Eine Verletzung, aber das Auge sieht nicht gut aus. Damn. Yeah, nice fish, mate. Good fish. Body hooked before. Oh ne, that's from you. Ja. Da war er drin. Ja, da hat er sich gerade im Kescher verdreht. Aber schöner als links. Schöner Hecht. Geil, Mann. Ah, der Hecht darf jetzt zurück. Ich denke, in Deutschland hätte ich ihn entnommen. Sieht echt nicht gut aus, aber hier in Holland darf der natürlich wieder schwimmen. Hat er vielleicht auch verdient. Aber ja, wirklich, wirklich gesund und gut sieht er nicht aus. Weiß man nicht so genau, was er hat. Aber jetzt releasen wir ihn schnell. Und hoffen, dass er sich noch lange des Lebens erfreuen kann. Booster Shed. Green Lemon, endlich hat es auch mal geklappt. Schöner Pike bei diesem Mistwetter. Jetzt darf er zurück, der Kleine. Bye, Baby. Yeah. Ihr seht's, Leute, ne? Klitschnass, alle bis auf die Unterhose. Ich hab's ja heute Morgen gesagt: Wind bis 60, 70 km/h, später Dauerregen. Aber keine Ahnung, wir haben schon ein paar anständige Fische gekriegt, sag ich mal. Ja, das Team geht vorne. Ich als Team-Captain habe mir entschlossen, dass wir jetzt erstmal Feierabend machen. 16.10 Uhr. Wir gehen jetzt ins Ferienhaus was essen. Und gleich fahren wir nochmal in so einen Top-Secret-Hafen von mir. Und hoffen, dass wir da nochmal gezielt wirklich ein paar richtig dicke, richtig fette Hechte lang kriegen. Und... schauen wir mal, ne? Ja, schönen guten Morgen. Schön ausgeschlafen, ne? Gestern mit dem Hafen wurde nichts mehr, hier abends noch im Hafen angeln gehen. Wir waren alle klitschnass und total durchgefroren, also da war die Motivation echt gleich im Keller. Aber jetzt heiß wie Frittenfett, ne? Vollmond, eigentlich optimale Bedingungen. Heute Morgen soll jetzt nicht so ganz so starker Wind sein, aber ab 11 Uhr soll es richtig scheppern, der Wind, und die Sonne soll rauskommen. Also haben wir wirklich eigentlich nur bis 10 Uhr Zeit,
paar Fische zu fangen. Ich glaube, danach ist finito, wenn die Sonne oben steht. Zu der kalten Jahreszeit in der flachen, ja, ich sag mal, Polder, Kanalsystem, wie auch immer, ist so ein Mix aus beiden. Ich glaube, dann wird nichts mehr. Also müssen wir jetzt wirklich angreifen. Ihr seht es, dunkel ist es noch. Die Jungs sind hinter mir. Wir haben jetzt noch, ja, eine gute Stunde Autofahrt und Stunde 25 sogar. Ja, toi toi toi. Johnny ist heiß wie Frittenfett. Die anderen Jungs brauchen vielleicht ein paar Arschtritte. Bei denen ist die Motivation noch nicht so hoch. Aber ich glaube, den einen oder anderen kapitalen Zander kriegen wir. Wie gesagt, Vollmond haben wir. Bei Vollmond habe ich die Erfahrung, dass man immer so ein Ü70, 80, Ü90 schon als Band bekommen kann, wenn man sich anstrengt. Und das tun wir natürlich auch. Und ich sowieso. Johnny ist ja total der verrückte Angelnerd. Leute, wir geben jetzt Gas, sehen zu, dass wir ins Wasser kommen. Und ich hoffe, gleich knallt ordentlich in der Route. Eigentlich hier ein bisschen auf Zander zu fischen, um alle Zierfische voll zu machen. Sind wir hier in so einen kleinen Polder gefahren. Unter dem Booster-Shed drauf und der erste Fisch des Tages ist. Opa, ein kleines Snook. Baby Snook, genau. Ja, kleinen Moment. Bissen hat er jetzt auf den hier. Ich habe einen Stinger dran, weil wir hier die Bisse beim Kurbeln zu erwarten haben und nicht beim Abtaumeln. Das heißt, ja, dass die Zander den quasi nicht inhalieren, sondern den nur attackieren. Und deswegen einfach der Stinger. Kleiner, aber wie sage ich immer, schön, klein ist auch schön. Und der kann wieder rein, der Kleine. Ja, meine Lieben, wir haben es geschafft. Wir sind an der Polder angekommen. Gestern ging es nicht mehr im Hafen. Wir waren einfach klitschnass und alle fertig. Und unsere Sachen haben wir nicht so schnell genug trocken gekriegt. Aber heute Zielfisch Zander. Der fehlt uns nämlich jetzt noch. Sonne ist natürlich am Schein. Flache Polder hier. 1,20 tief maximal. Also, wenn die Sonne scheint, nehme ich meistens auf Zander immer Motoröl. Motoröl Gold Glitter, seht ihr es. Und jetzt habe ich Motoröl Chartreuse mit drei roten UV-Punkten, also Anvisierpunkte. Also wenn heute einer Zander bringt, dann wird der mir bei der Sonne Zander bringen. Wenn die Sonne weggeht, werde ich auf ein anderes Dekor umsteigen. Ja, und ich würde sagen, wir geben jetzt hier alles, versuchen mal ein paar Zander zu kriegen. Hoffentlich ein paar 70er, 80er. Das wäre natürlich top, weil die hat man in solchen Poldern-Systemen öfter zu erwarten. Ja, endlich der erste Zander. Schön auf dem 13er. Ein schöner, auch ein richtig geiler Zetti. Ja, geil. Das ist doch ein schöner Zander, ne? Seht ihr. Schön Motoröl, Chartreuse hat er sich weggehauen. Direkt unter der Rutenspitze eingehämmert. Oh, geiler Fisch, oder? Ja? Ein Traum auf der Fisch. Für so einen Polderzander einfach nur genial. Und seht ihr es, ne? Voll weggenagelt das Ding. Mega geil. Booster-Shed, Mann, ich liebe ihn. So, dann müssen wir jetzt ein schönes Foto von machen, dann lassen wir den schwimmen. Ja, Leute, wir haben den jetzt gemessen. 71 cm hat der schöne. Den lassen wir jetzt auch schwimmen, ne? Seht ihr, mega geiler Fisch. Schöne Farbe. Oh, ich liebe es, ne? Und das schön auf der Pike 77. Super. Timo, kommt ein bisschen her. Ja, lassen wir den mal schwimmen, den Kollege. Schöner Fisch, ne? Wie gesagt, habe ich mich sogar noch erschrocken. Geil. Oh,
Boah, knallharter Biss, ey, wa? Meister, vielen Dank. Ja, nächster Fisch ist mir eingestiegen. Aber ich glaube, es ist ein kleiner. Es könnte aber auch ein Hecht sein. Ich glaube, es ist kein Zander. Und, was ist es? Ein Hecht. Ein kleiner Babypike. Aber wieder Motor Chartreuse gejiggt. Seht ihr wieder der 13er, schöner Owner-Jig. Ein Pike 77. Den kleinen lassen wir jetzt mal schön schnell wieder schwimmen. Ne? So, wie gesagt. Ja, aber was ich euch gesagt habe, Motoröl und Chartreuse bei dem Sonnenschein ist einfach eine Bank. Wichtig ist, wenn große Fische zu erwarten sind, eine starke Rute wie die. Ich habe hier die Pike 77 Owner Jigkopf, ein 3-0er. Wirklich Leute, nehmt lieber einen hochwertigen, muss jetzt nicht Owner sein, ich nehme Owner. Weil wenn ihr hier in dem flachen Geben einen kapitalen Fisch drauf kriegt auf eine geschlossene Bremse mit einer recht starken Rute und ihr völlig reinprügelt, so wie ich, da habe ich schon mal den einen oder anderen VMC aufgebogen. Ja, super, geben wir Gas. Trotzdem, Zander brauchen wir. So, Melle, jetzt haben wir drei Fische, zwei Hechte, ein Zander. Wird gerade ein bisschen bewölkt. Was sagst du? Könnte ein Zander kommen, ne? Könnte ein Zander kommen, auf jeden Fall. Bei dem klareren Wasser hier, bei dem, was man normalerweise gewohnt ist in Holland. Ah, kann Sonne ja von Vorteil, von Nachteil sein. Wir gehen gleich drüben auf. Da haben wir die Sonne sowieso im Rücken. Ganz so klein ist ja nicht. Aber auch nicht trüb, hast du recht. Ist schon relativ klar für holländische Verhältnisse. Holländische Verhältnisse? Ich dachte, das wäre drüber. Booster-Schätzhandler. Auf Salt and Pepper. War noch ein kleiner Fisch, aber ein schöner. Schön weggetockt. Und jetzt geht er zurück, der Kleine. Ja, hier neuer, schöner, kleiner 13 cm Zanderköder. Booster Shad, Salt and Pepper, klassisch gefaulenzt. Und da ist er eingestiegen. Perfekt. Jetzt ein bisschen besser. Ja, Mann. Gerade an den gleichen Spot wieder geworfen. Und tock, nächster Fisch da. Dicker Barsch. Richtig schöner, dicker Barsch. Ja. Ah, geile Kirsche. Was ein schöner Fisch. Mein Gott, ich habe es nicht geglaubt. Ich habe gerade wieder an einen kleinen Zander gedacht. Aber dann kam diese prächtige Murmel raus. Salt and Pepper wieder. Oh, sehr schön. Geil, das sind die Fische, über die man sich richtig freut. Ah, perfekt. Schnell abhaken den guten. Richtig geile 43er Kirsche. Dickes Ding. Voll mit Laich und deswegen geht er jetzt wieder zurück. Booster Shad in 13 cm, perfekt für Dickbarsch in Salt and Pepper. So kann es weitergehen. Wir kommen jetzt langsam zum Ende hin. Der Max und der Timo, die hatten ja gestern schon im Hafen beim Barschen den kleinen Booster Shad vorgestellt. Ich möchte euch jetzt nochmal hier die vier Größen zeigen. Wir haben den einmal in 17, dann haben wir ihn einmal in 13, dann haben wir ihn einmal in 10 und einmal in 6. Unser Ziel war ja, fange drei verschiedene Fischarten, also den Hecht, den Zander und den Barsch. Das hat ja bestens geklappt. Ich habe euch ja schon gesagt, dass es eine knallharte Nummer wird. Aber ich bin da eigentlich ganz zufrieden mit den Jungs und sind eigentlich ein paar schöne Fische rausgekommen. Ich hoffe, euch gefällt der Köder und ich sage bis zum nächsten Mal.